Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Wir gucken uns die große Halle an. Wie uns hier auffällt, ist hier nicht zu holen. Genauso wie bei Boss-Levels beispielsweise. Und heißt das, wir haben jetzt nochmal Bosse? Oder einen Boss? Das ist schon das Ende. Warum fährt das Ding hier in der Gegend rum? Das mal an. Ah, okay. Da hinten hätten wir was freischalten können, wenn wir alle Diamanten hätten. Oh, ach nee. Sag nicht, wir befreien sie nur, wenn wir alle Diamanten haben. Das wäre ja auch mies. Level geschafft. echt jetzt? Echt jetzt. Und jetzt kommt Dr. Neocortex. Dann schauen wir uns das mal an, wie das bei ihm aussieht. Uiuiui. Bin ich mal gespannt. Die Bosse, die waren schon nicht ohne gewesen. Und da kann ich mir vorstellen, er als Endboss... Oh, Was kannst du denn jetzt? Paralysiert worden. Kann man den einen davon zurückschleudern? Ja, tatsächlich. Weil der hat eine andere Farbe, deswegen dachte ich mir... Ja. Ja, genau. Spitz. Ah, du spitzt doch. Du Widerling. Ja, getroffen. Jetzt brennt auch sein Schloss im Hintergrund. So, da mal eben hin. Oh. Was? Nochmal? Hä? Jetzt. Ah, jetzt. Nö, ne? Jetzt müssen die sich verbünden, oder was? Muss ich zwei treffen, damit das klappt. Oh. Bis wohl. Jawohl. Ja. Da müssen wir aufpassen wieder. Ja. Oh, den nicht getroffen. Mist. Okay, jetzt mussten die sich verbinden. Damit der Oh, nein! Ey, komm! Zieh doch die Füße schneller ein, mein Kumpel. Ah, Mist. Er schießt dann auch immer wieder zur selben Stelle. Das bedeutet, das lässt sich gleich auch wieder so regeln. So, einmal eben hier rüber. Jetzt kommt er nämlich hier. Und dann hier nochmal. Genau. Ja. Ja, genau. Was? Nein, ey, komm. Kann man auch nicht abschätzen, die blöde Laserkiste da. Hab ich mir gedacht, mein Freund. Okay, da haben wir ein bisschen zu knabbern, so wie es aussieht. Also, das ist ja... Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt.
Also auch nicht, dass wir den auf Anhieb sofort schaffen. Den dritten verpasst. Aber dass wir den einen gelben da verpasst haben, das finde ich jetzt irgendwie gar nicht gut. So, da mal eben rüber. Schießt ihr da noch einen hin? Darüber. So. Gut. Das hat diesmal geklappt. Ja. Gleiche macht er da. Ach, Mist. Ich war unschlüssig. Drunter durch, drüber weg. Ja, ich kleb dir gleich eine, du. Oder Tadagreis. Komischen Locken da. So. Sehr schön. Das Schlimme ist auch die Tatsache, dass wir im Idealfall nicht einmal getroffen werden dürfen. Okay, man kann drunter durch. Da auch. Na, 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 na. Dreimal aufladen musste man den. Ist das jetzt... Was zum... Ich kleb hier eine. Gelbkopf. Jawohl. So, vielleicht schaffen wir es mit einer Akku-Akku-Maske wenigstens. Können wir uns an eventuellen Stellen auch mal treffen lassen. So. Erst in beiden Phasen, die bekommen wir ja schon mal recht gut hin. So, den einmal. Ach nein, das ist doch doof gelaufen. Ah Mann. Wie blöd war das denn jetzt bitte? So. Dritte Phase, die bricht uns ganz gerne mal das Genick. Gut, das ist auch geklappt. Ach nein! Das war so echt nicht geplant. Echt jetzt? Du fieser alter Mann! Ja, verflixt nochmal Cortex. Das ist auf jeden Fall viel auswendig lernen. So. Wie gesagt, das klappt schon mal. Den haben wir. Oh Gott. Nö, 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 nö. Und danach fängt er an, wild zu werden. So, jetzt wieder wild. Ha!
Nein, das gibt's doch nicht. Warum trifft der da denn schon wieder? Ah. Game over. Hab ich gecheckt, Mann. So. Verflixt nochmal, Crash Bandicoot. So. Die haben wir schon mal. Wenn wir die dritte Phase auch erstmal noch überstehen, ohne getroffen zu werden, das wäre gar nicht mal so schlecht. Den haben wir dann auch immer. Oh. So. So. Jetzt in der Mitte. Okay. Nicht getroffen werden. Ach Mist. Jetzt macht er gleich Kram nochmal. Ach was. Ach so. Und der jagt dann auch noch einen gelben mit weg, oder was? Wow. Oh, super. Was macht er denn jetzt? Nein! Oh Gott. Echt? Das war's doch noch nicht, oder? War's das? Nee, komm. Kann's das jetzt gewesen sein? Und wir haben sie doch gerettet! Ja, wie schön ist das denn? Das freut mich ja. Das war wohl das Ende von Crash Bandicoot. Leute, worauf habe ich mich da eingelassen? Das war echt ein richtig, richtig schweres Spiel. Also stellenweise war es echt übelst schwer. Wir haben auch nicht überall alle Kisten eingesammelt, das wussten wir aber auch schon vom Vorfeld. Dieser Teil im Übrigen war blind gespielt, muss ich dazu sagen. Also ich habe immer mal das erste oder zweite Level angespielt gehabt. Aber ich bin niemals auf die zweite Insel gekommen. Wusste auch nicht, dass die dritte Insel hier beispielsweise die letzte Insel sein wird. An sich würde ich sagen, wenn man es auf die Zeit zurückrechnet, ja, war es ein echt gutes Spiel. Definitiv, also nicht umsonst war es so beliebt gewesen für die Leute, die eine PlayStation besessen haben. Beispielsweise im Vergleich... Was war das? Im Vergleich zu beispielsweise Super Mario oder so. Ich meine, es ist ein schlechter Vergleich, aber... das war quasi das Super Mario für die PlayStation und hätte gegebenenfalls sogar das nächste PlayStation-Maskottchen werden können. Also das hauseigene Maskottchen, aber Sony hatte ja sein, keine Ahnung wie das hieß, Polygon Head oder sowas. Welcher auch nochmal in dem PlayStation All-Stars Battle Royale, heißt das PlayStation All-Stars Battle Royale? Keine Ahnung, auf jeden Fall in dem Spiel verwurstet wurde als Boss, sozusagen wie die Bosshand bei Smash Bros. Aber im Groben und Ganzen muss ich sagen, ja, es ist ein echt knackiges Spiel, aber ansonsten auch ein echt gutes Spiel. Hab hier allerdings bei diesem Crash Bandicoot Teil ehrlich gesagt weniger Geduld als beispielsweise bei einem Dark Souls oder sowas. Also da, finde ich, fühlt man die Fortschritte auch viel, viel besser. Und die Belohnung dadurch im Gegensatz zu hier. Dann ist es quasi, ja okay, dann hast du den Level halt geschafft, aber dann kommst du wieder in das nächste miese Level und kannst froh sein, wenn du das überlebt hast. Sozusagen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe schon von vornherein gesagt, auf 100% spielen, das Spiel hier,
wird vermutlich nicht der Fall sein. Ich weiß nicht, wie es mit Crash Bandicoot 2 aussehen würde oder auch mit Crash Bandicoot 3. Durchgespielt hatte ich 2 und 3 früher schon, das weiß ich noch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da drin vorkommt, ob mir die Motorik fehlt oder nicht. Dass ich eher auf langsame Spiele und bedachte Spiele gepolt bin, sowas wie, ja, ich sag jetzt einfach mal Dark Souls als Beispiel. Oder die Super Mario Odyssey Sachen, wo man da so ein bisschen versuchen muss mit Skill und so weiter und so fort an die jeweiligen Sterne und so weiter und so fort ranzukommen. Das hier wieder mein Lieblingssoundtrack in dem Spiel, das fand ich cool. Aber wie gesagt, auch wenn ich mich zwischendurch aufgeregt habe, im Groben und Ganzen hat es Spaß gemacht. Also, den ersten Teil finde ich zwar okay, aber nicht so gut wie den zweiten und den dritten Teil. Und von daher möchte ich jetzt für den ersten Teil als alleinstehenden Titel nicht unbedingt eine Empfehlung aussprechen. Ich sage, okay, kann man spielen, wenn man die Trilogie hat. Dann sollte man es eventuell auch tun. Aber ansonsten nehmt euch definitiv lieber Crash Bandicoot 2 und 3. Ich wollte bloß nicht bei 2 anfangen, sondern wirklich jetzt mal 1 durchspielen. Haben wir jetzt an dieser Stelle getan. Und wie gesagt, eventuell wird dann Teil 2 hinterherkommen. Oder irgendwas anderes dazwischen geschoben werden und dann kommt irgendwann Teil 2. Oder. Möglichkeiten haben wir ohne Ende. Ich würde euch ganz gerne mit in die Möglichkeiten einfließen lassen und entsprechend schauen wir dann weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Crash Bandicoot oder Let's Play oder wie auch immer. Ciao. Und weg. Ich kann mich nicht wegschalten. Das ist eine Frechheit. Geht das wieder nicht. Los jetzt! Na komm! Dann machen wir das ganz einfach. So.
Und wie dort auch gerade stand, es wurden ja keine Beuteldachse in diesem Spiel geschadet. Ja, oh. Und da sind wir jetzt wieder hier drinne. Man könnte natürlich jetzt noch auf den DLC gehen. Der gehört für mich allerdings nicht unbedingt zum Originalspiel dazu. Lassen wir es an dieser Stelle. Haben wir am Anfang ausprobiert, war viel zu schwer gewesen. Und daher, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Let's Play. Wir sehen uns.